Zauberwald bei Bernau im Schwarzwald ist ein echter Tipp für einen kleinen Ausflug. Der 2,5 Kilometer lange Pfad, der durch die schöne Hochmoorlandschaft des Taubenmooses führt, ist liebevoll gestaltet. Nach dem Einstieg erreicht man bereits nach kurzer Zeit den Waldrand. Dort gibt es einen Rastplatz neben dem Lauf des Rönischbächle. Je tiefer wir in den Wald eindringen, desto schöner wird der Pfad. Überall entlang des Weges finden sich Informationstafeln zu Flora, Fauna und besonderen Orten. Immer wieder gibt es längere gewundene Passagen über Holzstege, welche den Bach queren. Dann kommen wir zum Wasserrad. Bei den hölzernen Mönchen erfährt man, dass es im Taubenmoos einst ein blühendes Kloster gegeben habe. Dieses fiel wegen des ausschweifenden Lebens der Mönche bei einer höheren Macht in Ungnade und versank schlussendlich unter Blitz und Donner in den Untiefen des Moors. Interessante Geschichte. Doch trotz intensiver Recherche konnten wir über das Kloster nichts finden. Weiter geht es durch den Wald. Im Laufe unserer Wanderung erfahren wir unter anderem von sonderbaren Ereignissen auf dem sogenannten Hexenbühl. Solche Geschichten unterstreichen die natürliche Magie des Ortes, welchen wir gerade durchschreiten. Zwischendurch halten wir auch auf dem einen oder anderen der dargebotenen Wurzelstühle inne. Nun verlassen wir den Holzsteg und der Weg führt nun durch lichtere Passagen. Irgendwann tauchen liebevoll gemachte hölzerne Tierbilder auf. Teilweise auch etwas im Dickicht versteckt. Es folgt eine Pilzkolonie, an welcher kleine und große Kinder ihre Freude haben werden. Und wer möchte, darf auch auf dem Thron des Waldkönigs oder der Waldkönigin Platz nehmen. Der folgende Abschnitt führt am Rande des Waldes entlang, wo uns auch der eine oder andere Wiesenbewohner über den Weg läuft. Weiter geht es wieder auf einem Holzsteg über die moorige Landschaft und einen schmalen Wurzelpfad, bevor wir wieder den Ausgangspunkt erreichen.